Wir geben heute Gas, Jungs! So sieht es nämlich aus, denn heute gewinnen wir hier! Meine Freunde, und herzlich willkommen zu Vlog Nummer 8. Ja, wir sind hier in Barcelona und wissen gar nicht, was los ist. Einfach spontan hier, haben nichts gebucht und sind einfach hier und laufen jetzt hier rum und es ist 12 Uhr und kein Laden hat auf, aber wir sind jetzt da halt. Kranker Scheiß. Mittlerweile haben wir es jetzt kurz nach 4 Uhr. Er rafft gar nichts mehr und wir sind gerade Rikscha gefahren. Der Rikscha-Fahrer von Grad hatte irgendwie Mitleid mit uns. Und dann hat er uns halt eine Decke gegeben, weil er denkt, wir schlafen jetzt hier auf der Bank. Also, er war auf jeden Fall nett. Wir haben den halt einfach so leid getan, dass er uns eine Decke schenkt. Ich weiß auch nicht, was ist denn da los? Uns gesagt, dass wir hier aufpassen sollen, wenn wir hier pennen, dass wir nicht beklaut werden. Ach so, ja. Und dass wir halt überall Diebe sind. Ja, hat er auch noch gemeint. Netter Typ auf jeden Fall. Klingt nach einer guten Nacht, oder? Auf jeden Fall. Korrekt. Danke nochmal an den Rikscha-Fahrer für die Decke, aber wir konnten ihn nicht wirklich gebrauchen. Darum haben wir uns entschieden, die zwei Leute zu schenken, die am Strand geschlafen haben. We don't need this. You're okay? Yeah. Thank you, bro. No problem, here. Yeah. Have a nice night! Ja, vielleicht doch Hotelzimmer und keine Strandbank. Guck mal, sie sieht ein bisschen traurig aus. Sag mal hallo, sag mal hallo. Hallo. Hallo, hi. Do you speak English? Of course. So, where are you from? We are from Germany, and where are you from? You guess. Yeah. You guess. No. We guess. Huh? Our English is not so good. Okay. I come from China. China? Okay. You alone here? No, with my brother. Wir haben uns echt schnell mit den beiden angefreundet. Dann habe ich den beiden noch einen Begrüßungscheck beigebracht. Cool. Können wir Käsekuchen Butter? Können wir Käsekuchen Butter? Und dann haben wir uns entschieden, zusammen den Sonnenaufgang anzuschauen. Ganz entspannt. But first, don't forget the selfie. One, two, one. Einen wunderschönen guten Morgen aus Barcelona! Hola Barcelona! Ja, wir haben jetzt hier gesessen, haben uns den Sonnenaufgang, sag ich jetzt mal, angeguckt. Wir wollten eigentlich in das Hotel einchecken, weil wir sind praktisch jetzt hier in Barcelona und haben halt gar nichts gebucht, außer den Flug. Aber leider ist das Hotel ja voll, weil heute Formel 1 ist. Aber okay! Ne, klar. So ein riesen Ding ist natürlich aus gebucht, weil der Vettel da wahrscheinlich 35 Zimmer gebucht hat.
Was machen wir jetzt? What's the plan? Have fun tonight. Kennt ihr den Moment, wenn ihr einfach mitlacht, weil alle lachen, ihr aber kein Wort verstanden habt? Den hatte ich gerade. Have fun tonight. You hungry? Yeah. Yeah, I'm hungry too. I need a hamburger. And a beer. And a beer. And a beer. Yeah. And what do you need? Beauty. Beauty. Okay. As a woman need a cheeseburger and beer and your brother need beauty? Unabhängig davon ist es auch einfach mal geil, was zu machen, auch spontan. Wenn ihr mal wirklich irgendwie zum Beispiel mal frei habt oder sowas, ne? Jetzt zum Beispiel, wir haben ja 2 Tage frei, jetzt war ja praktisch Vatertag und der Freitag ist auch noch frei. Vor allem das Wochenende. Der Flug hat 100 Euro gekostet und wir haben jetzt nicht geplant, also wir sind jetzt schon die ganze Zeit unterwegs. Wir wollten, wie gesagt, in das Hotel da rein, aber das ist leider ausgebucht. Macht es einfach mal, macht es einfach. Reist irgendwo hin, egal wo es ist, wo jetzt also der billigste Flug angezeigt wird und gut ist. Und mal gucken, was der Tag noch so bringt. Wir sind ohne Plan hier, wir haben keinen Plan, irgendwas machen, einfach mal gucken, was hier geht. Morgen fliegen wir wieder zurück, 18 Uhr. Und ja, ich nehme euch einfach mit. We go eat! Let's go! Let's go! Let's go! Also allein schon dafür, allein schon nur für diesen Sunrise hat sich diese Reise gelohnt. Oder wie siehst du das, Patrick? Ich würde sagen, definitiv. Ja, definitiv. Und jetzt geht's frühstücken. Später. Wir sitzen jetzt hier beim Breakfast. Es ist gleich um 9. Wir haben immer noch kein Hotelzimmer und fast 24 Stunden nicht geschlafen, aber jetzt setzt die Müdigkeit halt ein und nach Müde kommt dumm. Please take the Red Bull out of the Theke. No. It's Red Ich bin Zauberer übrigens. Oh. Guten Hunger und sehen uns gleich mal dann, dass wir mal ein Hotel finden oder wie? Sollten wir mal probieren. Schlafen wäre geil. Entschuldigung. Nach fast 24 Stunden. Bist du hier erstmal? Nach fast 24 Stunden. Also. Wir kommen gar nicht mehr klar. Wir sind einfach in Barcelona und wissen nicht mehr, was los ist. Wir haben jetzt auf jeden Fall ein Hotelzimmer gebucht für 100. Sie sagt 165, aber es sind 156. Ach, was weiß ich. Grüß euch. Wir haben 1326 oder was haben wir hier? Ich weiß nicht, was wir hier gemacht haben, aber dieser Trip ist. Wie funktioniert das denn? Da würde ich auch noch halten. Was ist das denn? Hä? Sind wir im falschen Zimmer? Wir sind ja 3 Betten. Sind wir im falschen Raum oder was? Das ist unser Ausblick. Also. Hä, warum brauchen wir so ein großes Zimmer, Alter? Hätte dir doch mal ein Einzelzimmer gegeben. Auf jeden Fall sind wir jetzt im Hotelzimmer. Wir wissen noch nicht, was wir als nächstes machen, deswegen bis gleich. Irgendwann später. Ja, aus dem Powernap, was eigentlich ein Powernap werden sollte, ist halt, haben wir halt jetzt 5 Stunden geschlafen und jetzt wird es bald dunkel. Wir beide sind echt Autos. No. It's Hallo! Ja.
Hör mal zu, Kollege, wie sieht das aus? Brauchst du jetzt noch eine Extra-Einladung oder können wir mal jetzt los hier? Ja, ich würde jetzt losgehen, sag ich mal. Würde ich sagen, wir hören mal jetzt los, oder was? Ja, halt mal deine Hand vor der Kamera, damit es dunkel wird. Und wenn es dann wieder hell wird, dann sind wir woanders. Ja, komm. So, in Deutschland, the people call me... In Deutschland, the people call me the Ex-Meister. So, und auf den Schock trinke ich erstmal ein Wässerchen. Only water, but don't übertreib nicht im Leben. Also ich kann es halt immer noch nicht glauben, dass wir einfach den kompletten Tag verpennt haben. Und jetzt läuft man halt einfach hier lang und dann sieht man einfach mal, was hier so abgeht. Aber jetzt geht gleich leider die Sonne unter. Das ist halt einfach... Digga, das hätten wir besser planen sollen. Nichts mehr mit Powernap. Hä, warum? Scheiße, ab jetzt! Mal. Nein, ab jetzt! Bis zum Rückflug bleiben wir wach. Bis Punkt. Aber gut, danke. Ja, deswegen. Beim Schneiden habe ich zufälligerweise dieses Video von Patrick gefunden. Und wenn Patrick ein selbstverliebter Boy ist, dann weiß ich auch nicht. Boah, erstmal richtig cool die Brille absetzen. Ja, Mann, geil. Boah, bin ich geil, Alter. Danny erstmal irgendeine Frage stellen, damit er denkt, dass ich vlogge. Danny, sollen wir uns jetzt einen Ball holen oder nicht? Er hat nichts gerafft. Jetzt kann ich schön weitermachen. Ja, boah, meine Augen sind so geil. Ja, mal ein bisschen Tränen. Ja, das Licht. Boah, das sieht geil aus. Boah, habe ich einen coolen Bart. Boah, da muss ich erstmal eine Brille aufsetzen. Nicht, dass die Leute noch geil werden auf mich. Ich sitze hier gerade ganz entspannt, filme was für den neuen Vlog und dann ist Patrick kurz weg. Dann kommt er wieder mit drei Jungs und zockt erstmal eine Runde Fußball. Mike. Mauricio. I am Kevin. Patrick! Ja, so ist das. Na klar. Ich find's geil, wenn man so offen ist. Dann lernt man immer neue Menschen kennen und erlebt etwas. Darum geht's ja. Hauptsache man erlebt was. Also jetzt erstmal folgender Plan, umziehen. Chinatown anrufen. Hola Barcelona. Und dann geht's in den Club oder was? Ja. Meine Augen sind rot und das kommt einfach nur von wenig Schlafen, würde ich sagen. Mhm. Also ich glaube, Chinatown geht heute nicht mehr dran. Wie gesagt, ich glaube, die schlafen. Aber dafür habe ich einen alten Kumpel wieder getroffen. Und zwar. Machen wir mal vor der Licht an. Ja, stell dich doch einfach mal ganz kurz vor, oder wie ist das? Attila, the Magic Man von Ibiza. The Magic Man von Ibiza, dein Kollege, wie heißt du? What's your name? Hello, my name is David. David, I am the dancer. Yeah, the dancer. And you show me the card trick oder was hier, Meister oder Zauberer? Always. Ja, wir haben uns damals in Ibiza kennengelernt.
Sind wir 5 Jahre später in Barcelona und jetzt haben wir da einen Trick raus, oder wie? Attila, the Magic Man vom Schweden, ja? Karo Dame, die Hand geht rüber. Schön leicht schmeicheln die Dame, ne? Und dann einfach weg ist sie. Herz 3, ja? Wir nehmen einfach Herz 3, 1, 2, 3 und zurück ist die Dame. Ja, ich würde sagen, let's party oder was? Stunden später. Ja, wir haben es jetzt. Wie spät ist denn das? 10 genau. Jetzt ist es 10 Uhr und wir sind jetzt hier im Camp Nou. Unser Flug geht 18 Uhr zurück und wir haben eigentlich kaum geschlafen. Und da steht halt einfach der Champions League Pokal. Und was ist denn jetzt eigentlich unser Auftrag? Ich will jetzt nicht mal fragen, ob es was kostet, wenn ich die Trophäe hochhalte oder wie schaut es hier aus? Haben wir jetzt gerade die Champions League gewonnen oder was? Also Champions League gewonnen oder was? Alles klar, in diesem Sinne. Dann stand ich auf einmal in der Gästeumkleidekabine vom FC Barcelona, um meine jahrelange, einstudierte, emotionale Traineransprache zu halten. Hier kann man nochmal genau sehen, wie ich emotional in mich gehe, bevor ich dann endlich meine Traineransprache halte. Und heute wird aber Madrid wird dann heute weggehauen. Nicht wie letztes Mal, dass Ronaldo da durchkommt. Wir geben heute Gas, Jungs. So sieht es nämlich aus. Denn heute gewinnen wir hier und holen uns den Pokal. Also Attacke und raus geht es. Das waren Emotionen pur. Und wenn ich in die motivierten Gesichter der Menschen schaue, weiß ich, die Ansprache hat sich gelohnt. Ja, 2 Tage Barcelona, 4 Stunden Schlaf in den 2 Tagen. Aber im Großen und Ganzen muss ich ganz ehrlich sagen, so ein Kurztrip hat sich einfach gelohnt. Man denkt zwar, ja, 2 Tage sind kurz. Klar, wir haben jetzt nicht die ganze Stadt gesehen, aber war auf jeden Fall eine Erfahrung wert. Ja, es war einfach alles auch spontan. Wenn ein Kumpel ist, der spontan ist, macht's einfach. Einfach machen. Man lebt erstens nur einmal, man ist nur einmal jung und meiner Meinung nach war es einfach ein geiles Erlebnis. Was sagst du jetzt zum Resümee? War eine geile Erfahrung. Würde ich jederzeit wieder machen. Warum nicht? Man lebt nur einmal, oder? Also der Vlog ist jetzt hier noch nicht ganz zu Ende, aber ich wollte es einfach mal gerade, weil ich es im Moment so gefühlt habe, einfach mal jetzt hier so aussprechen und ja, weil ich es gerade in diesem Moment so gefühlt habe, einfach mal gesagt haben. Und es ist halt auch irgendwie eine geile Kulisse, ne? Also wenn man sich jetzt hier mal so reinzieht, das kennt man halt einfach auch nur aus dem Fernsehen. Hier spielt Real Madrid gegen Barcelona, Ronaldo, Messi, ne? Kennt man alles und dann ist man hier einfach in dem größten Stadion von Europa und man ist komplett übermüdet, aber ist einfach geil. So, schlafen kann man auch zu Hause und ja, ich bin einfach dankbar für die Erfahrung. Wir hatten auch noch andere Deutschland-Nachbarn. Eins muss man ja ganz klar sagen,
Wir sind beide völlig verscheppert, 4 Stunden geschlafen. Und ja, fliegen wir zurück nach Deutschland oder was? Ja. Für seinen Stammplatz, ne? Ja, jetzt sind wir zurück in Köln. Außer das Spiel ist gut gelungen, oder wie ist das? Ja, 2 Buden und eine vorgelegt. Ich meine, mehr kannst du auch nicht verlangen. In 48 oder? Stunden mal 6 Stunden schlafen. Und 3 Buden reingefeuert. Ja, geil. Wir haben es jetzt, ich weiß nicht, ihr kennt es nicht, jetzt stehen wir in Zango. 21.31 Uhr und 12 Sekunden. Wir sind wieder zurück in Köln. Es waren jetzt schöne, 2 angenehme Tage. Oh, cool. Peace out, everything is possible, and thank you for watching the movie. Thank you for watching the vlog. Willst du jetzt mal das Ding ausmachen oder willst du jetzt noch 10 Stunden halten hier das? Patrick Peinlich, 2 Tage Barcelona, Resümee. Ja, was soll ich sagen? Ich meine, wenn euch das Ganze hier gefallen hat, dann würde ich auch nochmal sagen, hämmert da Daumen nach oben und abonniert den Channel. Ne? Hola Barcelona.